Hallo meine Freunde, herzlich willkommen, schön, dass ihr wieder dabei seid. Und wir machen einer meiner liebsten Kuchen, und zwar einen einfachen Zitronenkuchen mit einem super leckeren Zitronenzuckerguss obendrauf. Okay, mit was fangen wir an? Also wir pressen erstmal zwei Zitronen aus. Weiter mischen wir Mehl mit Backpulver und mit einem Schalenabrieb einer ganz großen Zitrone, weil ich habe mir so eine große Zitrone beschaffen können. Weiter geht's dann mit einer Rührschüssel. In diese Rührschüssel geben wir 200 Gramm sehr weiche Butter rein und schlagen die cremig auf. Danach geben wir Zucker und von dem Zitronensaft, den wir vorher ausgepresst haben, die Hälfte hinzu. Natürlich rühren wir das Ganze wieder kräftig durch und ziemlich lange, weil wir wollen nach wie vor, dass das Ganze schön cremig bleibt. So, das Ganze ist jetzt schön cremig und wir geben schrittweise die Eier hinzu. Es wäre jetzt auch mal schön an der Zeit, den Ofen auf 170 Grad Ober- und Unterhitze vorzuheizen. Weil wenn wir jetzt nach den Eiern das Mehl noch hinzugeben, dann ist der Teig schon fertig und geben ihn dann in die Backform hinein. Wie schon vorher erwähnt, jetzt geben wir das Mehl hinzu und das rühren wir natürlich wieder kräftig durch, dass kein Klumpen sich nachher mehr im Teig befindet. Was mir hier so an diesem Rührteig gefällt, ist, wie schön cremig und lecker der aussieht. Weh, man probiert diesen Teig schon im rohen Zustand. Man kann fast nicht mehr aufhören damit. Also, wir verteilen jetzt den Teig schön gleichmäßig in der Backform und dann geht's schon ab in den Ofen. Den haben wir ja auf 170 Grad Ober- und Unterhitze vorgeheizt. Ja, und wir wollen ja auch sicher gehen, dass alles schön fertig und durch ist. Deswegen machen wir den Stäbchentest mit einem Holzstäbchen und drücken den in den Kuchen hinein. Und wenn sich daran noch Teig befindet, dann ist der Kuchen noch nicht fertig. Dann brauchen wir noch ein paar Minuten. So, wir haben den Kuchen nun abkühlen lassen und können uns jetzt auf den Zuckerguss stürzen. Den bereiten wir vor, indem wir in eine Schüssel 250 Gramm Zucker geben und dort den restlichen Zitronensaft schrittweise hinzugeben, weil ich möchte, dass der Zuckerguss nicht zu flüssig wird. Warum, das sage ich euch nachher. Ach ja, und als Zucker verwenden wir Puderzucker. Damit geht's einfach am besten. Gleich nach dem Durchrühren geben wir ihn auf den Kuchen drauf, auf den Zitronenkuchen. Und dann verstreichen wir das auf der Oberfläche von dem Kuchen schön, wie wir es haben wollen. Da können wir Muster machen oder den Zuckerguss glatt streichen. Also ich finde, dass mein Zitronenkuchen hier wieder super lecker aussieht. Sieht fast schon wie so eine weiße Schneehaube aus. Gell, es ist ja Winter. Okay, wir sind wieder am Ende angekommen, meine Freunde. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ich würde mich freuen, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder mit dabei seid. Also ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal, meine Lieben. Bleibt gesund und bleibt am Ball.